Und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde GTA 5. Heute wieder mit dabei der Gabax. Jo, hallo Leute. Der Onkel von Gamercheck LP. Na hallöchen. Der Nero. Jo, servus. Der Noxi. Ei, gute wie. Und zu guter Letzt der Agrokolb. Hallo. Ja, wir starten jetzt mit Belagerungszustand 6. Genau. Was auch immer es sein mag. Ich muss dich aber noch mal ganz kurz verbessern, und zwar spielen wir GTA Online, nicht GTA 5. Ja, dann ist für mich dasselbe. Alles so, ist gestartet. Ja, Sitzung wird gestartet. Jetzt hab ich aber, müssen wir jetzt auch Teams wieder auswählen, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, Verteidiger müssen dreimal bei der von dem Pier überleben. Und der Pier darf nicht. Ach, das ist einfach bloß so eine. Ah, es gibt Angreifer. Oh, dann bin ich Angreifer. Ich bin Angreifer. Ganz klar. Mach Verteidigung. Ich mach okay. So, schön alle wegsnipen. Ja, aber das ist nur also, machen wir aber halbe, ne? Ich geh zu Verteidiger. Also einer macht's rüber. Ich geh zu Verteidiger. Also wer ist jetzt als Verteidiger? Kusch dich. Ich geh Verteidiger. Warum kann ich eigentlich nie den Stil auswählen? Ja, du musst, das kann nur der Horst. Du musst erstmal Teamauswahl machen. Angreifer sind noch vier, ne? Ihr müsst mal rüber. Redet mir doch mal mit. Ja, einer muss noch rüberkommen. Nee, geht nicht. Los, los schnell! Noxi, rüber, irgendwer. Ich kann das Team nicht wechseln. Doch, oben. Oh. Nee, es Leute. Das Einzige, was ich machen konnte, ich konnte das Gegnerteam ansehen. Ja, konnte ich auch nur. Du musst rüber und dann beitreten. Das ist der dritte Punkt. Ich weiß, aber der war bei mir nicht da. Egal. Ja, da müssen halt zwei verteidigen. Viel Glück! Nero, also. Aber ich lasse unendlich viel Leben. Bin ich LOL, wir haben nur Schrot finden, ernsthaft? Hey, warum bin ich denn jetzt ein Angreifer? Ja, verstehe ich ja, auch nicht, ich genau, hab auf Verteidiger geklickt. Nee, habt ihr nicht, ihr müsst erst noch, ihr müsst einmal rübergehen und dann bestätigen. Hab ich doch. Ach nee. Junge, das ist viel zu kompliziert für heute. aber Leute, ihr habt Glück, wir haben nur Schrotflinten. Ja, das ist voll dumm, guck mal, du musst erstmal hinkommen. Ja, das ist doch geil, Mann. Das ist hier. Das finde ich. Von der Spießrouten laufen. Alter, und ihr habt Granatenwerfer, ernsthaft? Moin! Und das finde ich sowieso gut, wenn man jetzt hier so ein Team ausgeglichen hat, kann man ja, nämlich damit. Ja, ist klar, wie soll man das nämlich, schaffen? Kann man nämlich damit. So wie ich? Kann man nämlich damit. Hallo, kann man nämlich damit reinbringen, wenn man. wenn man feste Waffen einstellt, dann, ne? Da piept irgendwas. Ja. Ich hab Angst. So. Ist klar, wie soll man denn da mit. Die hauen da die ganze Zeit Granaten hin, das ganze Null. Ja, siehst du, das sind auch nur zwei Leute. Deswegen. Ja, komm, also ein bisschen Fairness muss ja schon noch so bleiben da, ne? Also. Vier Sniper. Nein, nicht. Ich ja, ist klar, ey. Haben wir noch eine andere Waffe außer eine Schrotflinte? Nee, das ist doch kacke, ey. Leute, hört mal auf mit dem Granatwerfer, das ist scheiße. Echt? Ich schwimm da jetzt hin, jetzt reicht's. Nimm ich den Sniper. Bitte, sag bitte. Das nicht. Ja, so, ich bin jetzt gerade in der Ego-Sicht gelandet. Oh, irgendwie wird das. Alter! Was war das? Ein Scharfschützengewehr! Ah! Das ist das. Wie können die denn. Warum können die denn alle Waffen? Because they're happy, don't you know anything? Ich schaff das! Hab ich was verpasst? Gibt's hier irgendwo Waffen zu finden? Ich schaff das! Es war nett. Los! Ruhig! Alter, wie soll man denn da? Wow! Ich schaff das! Und da wolltest du echt mehr Verteidiger haben. Ich schaff das. Lauf, Forrest. Ach, guck mal, wir können da unten noch das Turbo-Boot. Ja, ich glaub, zwei Lunge. Also, das ist echt schön. Wow, ich schaff's. Ach, ist einer der Verteidiger weg? So, da oben ist ja, einer. Ja, ist klar, ey. Wie schnell ja, ich denn da zielen, ey. Wieso konnten die Schnimmeln ihn spawnen? Das ist ja scheiße, du. Jetzt reicht's. So, komm. Mein Tod. Ich boykottiere. Ja, ist klar! wie konnte man sich eigentlich nochmal irgendwo ranlehnen? Kommt man da dann eigentlich hoch, wenn man da bei denen dran steht? Keine Ahnung. Naja. Gemoin! Nee, hier, wie könnte man sich nochmal irgendwie hinter eine. Ich sehe vorbei. Wir haben gewonnen! LOL! Weswegen das? Na, weil ich bin mit dem. Weil Nero von hinten, Alter, weil Noxi von, weil Noxi von hinten angegriffen hat. Lass mich erklären. Ich bin an den Strand gegangen, bin auf den Speedo Feel 5000 gestiegen, hab mich 2 Minuten mit der Leiter rumgekloppt, bin Speedo hoch und hab Nero überrascht. Alter, das Ding heißt halt Speedo Feel. Kann ich nicht für. Ey, jetzt machen wir mal die Waffen anders, das ist ja eklig. Anders. Oh, was ist hier? Ja. Gegnermodus. Ja, so und mit 2. So, haben wir jetzt auch mal andere Waffen hier oder was? Nee, doch nicht. Nee. Immer noch keine andere Waffe. Ah, guck mal, hier, da, Motorräder. Geil. Das ist mich auch gerade eingefallen, vielleicht mal mit dem Motorrad einfach mal versuchen. Whee. Jetzt sind wir Verteidiger, oder was? Nee. Doch, also genauso. Ich bin jetzt Verteidiger. Ich nicht, ich bin immer okay. Angreifer. Bei mir wurde nichts. Ey, bleib doch drauf. Nein, nein. Gleich 2 auf M-Schlag. Ja, ist so leicht, machen wir es, ne?
Oh, scheiße! Nein! Steh auf! Aber wie konnte man. Wie konnte man sich nochmal hinter so eine Deckung werfen? Weiß ich nicht. Ah, ich lieg hier rum. Nein! Mit Q? Oh. Ach, Q, tatsächlich. Tschüss. Der schießt nicht! Nimm doch mal die scheiß Waffe, du Drecksack! Oh Mann, oh Mann. So, was haben wir da? Speedboat. Ich weiß nicht, wie man sich hier anlehnt an die verfickte Wand. Ey, das geht mir im Sack. Kuh. Achso. Ja. Ah, ich hab da keinen Controller. Ich hab da Controller. Gamepad. Ja. Hallo. Scheiß, pass auf. Oh, ja, genau. Haut er mir den Kopf weg. Während ich versuche, ins Wasser zu springen hier. Ich schleiche sie an, die Penner. Ja. Was denkt der? Ich sehe genau die Treppe, du. Oh, ich darf ja gar nicht vom Balkon runter. Oh, nee. Gummien. Ja, also mit Schrot. Ach, mit R1. Der Lauf hab ich schon mal gesehen. Nero. Nee. Nein. Ich sehe dein Kopf. Nein. Da ist böser dein Junge, Lanz. Böser Junge. Nein. Du weißt schon, dass ich eine Sprengmine da platziert habe. Wo kann ich denn hier schneller ranzoomen? Oh. Autsch. Egal, funktioniert. Oh, jetzt langt nass. Nix da, Chris. Hey. Ich hab ja nichts zum Schießen. Oh. So, ich lenk die mal ab, ihr könnt. Nero, du kleines Stück Kot. Nein! Alter! Voll, du geht genau vor deine Füße, ey. Wo ist denn der, Herr Gabax? Da hinten. Bums. Ist nicht, Digi. Wie macht die Schildkröte? Piff! Piff! Piff, piff, pow! Hast du was wert? So, komm ich da irgendwo an? Nope. Alter! Mann, Onkel, schieß dir das Ding in deine Hosentasche! Ah! Guck, ich kümmere mich um Gabax. Heiß, muss nachladen. Nachladen ist hier kacke. Hui! Ach, guckst du mal. Ach, guck mal an, er rennt. Hui. So. Komm hoch hier, gehst du Granate ins Knie. Headshot, voll ins Knie. Okay. Ne? Och, scheiße. Ja, oh, yeah. Nice! Hey, was ist denn jetzt hier? Achso, verloren! Nein! Verloren. Oh, schade! Oh, Mist. Verteidiger ist auf jeden Fall cooler. Ja, mehr Waffen, ne? Auf alle Fälle. Es ist entspannter. So, wie kann man denn jetzt hier wechseln und so? Ich glaube, das wechselt einfach so. Alleine. Ich glaube, das mischt komplett durch. Vor allem war es jetzt 2 gegen 4 auch komisch. Ja, das war die ganze Zeit schon. Ich hab schon wieder den Timer nicht angemacht. Was ist denn los mit mir, Rede? Aber es sind über 8 Minuten. Ach, Onkel. Was stimmt denn mit dir nicht? Was ist denn los? Aber in diesem Fall war es ganz okay, dass es 2 zu 4 sind. Weil ja, auf jeden Fall. Ich bin schon wieder Angreifer. Was geht? Ich bin Verteidiger. Ich auch. Ich bin geil. Alien. Verteidigen. Ja. Schiss. Ich bin ein Alien. So, warte mal. Kann ich hier eigentlich dran gehen? Niemand da vor eine Mauer. Guck mal. Da kann ich sie beobachten. Wie kann man denn jetzt hier eigentlich ranzoomen? Mit dem Mausrad. Warum kann ich sie nicht machen? Hab ich nicht. Hallo. Jetzt aber. Piff. So, schauen wir mal. Zoom geht nicht. Meine Fresse. Ja, super. Der war gut. Nein. Konrad, das konnte ich. Ich wollte Nero ausweichen und fliege auf die Fresse. Mhm. Ob die Fresse hier? Kann ich zoomen? Ja, alles klar. Belastet mich. So, haben wir denn jemanden? Schießt dir einen Platten, Diggi. Boah. Der war gut. Alter, aua. Ins Alter. Gesicht, nee. So, ja, Kollegas. Ja, ist gut hier. Hui. Boah, komm, Galax. Dich krieg ich, ey. Dosenobst. Schießt ja so ein Ding ins Cockpit, sag ich dir. Alter. Ja, Leute, wo seid ihr? Ich nehm euch auf. Oh, ja, ja. Oh, fuck. Ja. Die Dinger, die müssen mal drin liegen bleiben im Boot. Ja, das ist die Stimmung. Nero. Oh, Nero! Oh Gott! Ja, kann ich dich selber abschießen, ey. Hey, Nero? Ja? Gibt's eigentlich einen Film von dir? So, findet Nero? Nee. Genau. Jetzt komm, Max. Nee, aber Nero allein zu Hause. Wow, das war mega knapp. Voll unter dir.
Leute, ihr könnt angreifen, ich lenk's ab. Ja, voll. Fahr ruhig weiter, geh kacken, Alter. Alles klar, Akku, knallt erstmal in die Yacht rein. Fahr entspannt. Keine Ahnung. Alter, das ist wie, als ob ich durch so ein Minenfeld fahre. Ist ja fast wieder heim. Ah, leck mich da. Was sind die anderen beiden? Ah, da hinten. Ja, ja. Halte in Schacht. Scheißen Dreck. Gibt's hier noch eine andere Leiter hoch? Da hält nur eins. Eine Runde Uso. Hier auf der Brücke springen. Aua. Boah. Aua. Scheiße, Schrotflinte. Pass auf, Akku steht. Nee, ist das Akku? Ich weiß nicht, irgendwas nervt. Aber es ist, ah, nee, so, ist den hab ich down. Okay. Also, Chris ist tot. Wie hast du mich getroffen? Ja, ich hab mich einfach auf das Schiff draufgestellt. Hey, du standest bei mir hinter der Mauer. Was? Nein, ich war auf dem Boot. Och, Manno. Pass auf. Ah, nee. Oh, pass auf, der steht auf dem Boot. Der, wo was hin? Der hat sich verraten. 20 Sekunden noch, tötet sie. Tötet sie. Mach sie platt. Mach sie platt. Mach Boom. Da kommt er. Ah, schade. Fand ich. Batsch. Komm, ich hab euch so eine Vorlage gegeben hier. Und oha. Onkel, komm, du magst. Ach, scheiße. Oh. Oh, schade. Schade, schade. Jo. Ja. Wollen wir mal einen anderen Modus spielen? Ja, auf jeden. Kennt ihr eigentlich noch Schade? Schade? Es sind jetzt 3 Runden vorbei. Also es wird immer, wenn es geht, ein anderer Modus dann angezeigt. Also Level up. You can go to level 26. Verteidiger gewinnen. Ja. Ja, jetzt kommt ein anderer Modus. Ich glaube auch, ja. So, okay. Da müssen wir irgendwas drücken, ne? Glaube ich. Oh, ist das geil. Chrisplay sagt, gefällt mir nicht. Aha, okay. Ja, ich hab mal ausprobiert, welche Tasten. Da steht immer unten nur Xbox und so ein Scheiß. So, was macht jetzt Dreieck? Ich habe auf Viereck mal gedrückt. Viereck ist auf jeden Fall Daumen runter. Okay, wir haben jetzt hier... So, das müssen wir jetzt fragen. Zielerfassung sieht ganz witzig aus. Ich glaube, du musst aktualisieren drücken, ne? Ja, könnte ich auch machen. Genau, dann wird neu ausgewählt. Na, dann kriegen wir eine neue Auswahl. So. Staffellauf. Staffellauf, das hört sich doch gut an. Obwohl, Krieg an der Grenze ist was auch denn das? Vier bis acht Spieler? Krieg an der Grenze? Über den Hubbel. Wie wär's mit dem Rennen? Über den Hubbel? Ja. Ich bin dafür. Über den Hubbel? Ja, machen wir. Wow, über den Hubbel. Okay. Der Hubbel. Der Hubbler hoch. Die so. Ladezeiten stürmen mich etwas, aber egal. Ach, das geht, die waren schon mal schlimmer. Ist sicher. Ja, genau. Nee, ist wirklich so, die waren schon mal echt schlimmer. Okay, was machen wir denn für Klasse? Machen wir aber keine Limousine, oder? Alter, ich will erstmal ein scheiß Radio ausmachen. Ach, irgendwas Schönes. Sportwagen. Irgendwas was Schnelles. Schnelles. Ja, nur in den Häusern. Über der Hubbel brauchen wir was. Aber ein was mache ich auf jeden Fall, und zwar der eigenen Fahrzeuge aus. Das kannst du nämlich vergessen, das macht keinen Spaß. Ja, das wäre... Entfernung 2,5 Kilometer ist eh nicht so viel. Über den Hubbel. Oh, geh mal. Muss die Straße los sein. Geht's super Sportwagen genommen? Nö, so, Sportwagen. Geht's denn los, Ada? Sitzung wird geladen. Oder gestartet. Ah, so, okay, oh Gott. Schon. Cabrio, Alpha, warum steht hier ein Zaun davor? Was soll der Scheiß? Stick. Kannst du mit dem rechten Stick. So, was nehme ich? Boah, ist das denn, Alter? Da siehst du ja gar nichts. Alter, Chester, der ist da. Transaktion ist sowas wie Handling, oder? Also ich kenne die gar nicht mehr. Alle klar. Ja. Ich hab mein Auto gewählt. Ja, den, nee. Heiß Pink, so. Egal. Ich hab heißes Pink. Ich glaube, Wette, bla bla bla. Spieler. Ich wette nicht. Gibt's nicht. Ich wette du nur Depper. Was? Oh, ein schönes pinkes Fahrzeug. Nur den Hubbel. Ich kenne den Wagen gar nicht. Ich hubbel dir einen, sag ich dir. Ja, ich weiß gar nicht, wie der steuert hier. Wie der auslegt. Was ist denn hier? Also es gibt nur pink und grün. Alles klar. Ui. Geh weg. Oh, ich mach gerade genau. Werbung für iPhone. Sehr schön. Boah, die Steuerung hat sich aber... Die Steuerung Alter, der rutscht. Der rutscht. Die Steuerung hat sich aber so ein kleines bisschen verändert, oder? Ja, es ist, ja, das ist sogar noch spannender geworden. Das ist irgendwie, ich komme gerade mal mit Kurven. Hey, Gabax, ruhig. Bam, Hubbel. Boah, die Hubbel sind richtig gut. Wow. Gabax, fängt schon wieder an. Alter, der rutscht gut hier. Alter, oh Gott. Tücke hier, fuck hier, Oh Gott.
Da klatscht er fast dagegen hier. Wow, bremsen! Ja, in der Luft bremsen schlecht, ne? Ich hab ja vorher gebremst, das war's Problem. Alter! Bleibt ihr denn? Ja, wie? Noxy, ach, der knockt mich aus. Hast du da jemals dran gezweifelt? Ja, also. Boah, also das ist, also, du musst mit der Steuerung klarkommen, Wahnsinn. Ja, ich, oh. Vor allem die Autos rutschen. Aber übel. Das Dumme ist, dass das ist dumm, du lenkst nach rechts und der fährt trotzdem weiter so geradeaus irgendwie, ist ganz komisch. Was? Also meiner ist super. Ihr mit euren Autos. Hast du einen Controller angeschlossen und lenkst gerade eine Tastatur? Genau, schließt mal anständig den Controller. Hier ist zwei Sorgen. Oh, das genau. Hinter mir. Schließ einen Xbox-Controller an. Ja, ich nicht alles. Da fährt einer irgendwie falsch. Der fährt nicht falsch, also. Der nimmt eine Abkürzung. Da fährt jemand falsch und Onkel, dann weißt du, wer falsch fährt. Nee, ich bin an der Laterne hängen geblieben. Also, that's what she said. Oh, nee! Wow. Komm, Noxy, ich hab ihn ausgepackt. Krieg dich noch. Ich hab. Okay. Ja, Noxy. Ich komm mit der Steuerung nicht mehr klar. Ey. Oh, Mann. Hubbel. Und noch ein Hubbel. Hubbel die Katz. Hubbel die Katz. Rubbel, das müsst ihr unbedingt sehen. Nein! Den haben wir auf dem Channel. Wow! Alter! Krass, den hier fast nicht, Alter. Alter! Also, ich knalle gerade von einem Auto ins nächste. Das ist nicht gut. Alter! Du Arsch! Ach, apropos, wisst ihr, Chris, was wir vergessen haben zu sagen? Was denn? Dass wir auch gerne die Leute mit einbeziehen, dass die ihre Strecken geben können oder ihre Deathmatches oder ihre Tipps oder uns an sich, was wir machen sollen. Genau, einfach in die Kommentare posten. Bei jedem am besten. Bei jedem. Was man mal ausprobieren ja, also. Genau. Bei jedem. Bei jedem. Besser. Bei jedem. Ist quasi egal, bei wem, das sammeln wir dann zusammen. Richtig. Wir knobeln dann. Alter, genau. Einfach so ein Würfelbecher mit Vorschlägen. Genau, oder welche Strecken wir runterladen sollen. Richtig, oder? Ah! Das geht ja auch alles. Leute, Maps erstellen wir, testen. Runde 3 von 3. Chris, ich will dich kriegen. Genau, wir testen eure Maps an. Oh Gott. Oh, diese scheiß Gegenverkehr-Autos sind aber auch... Das kann man auch ausstellen, aber ja, das ist ja langweilig. Das habe ich jetzt vergessen auszuschalten. Also bei so einem Mega-Performance-Rennen, da ist das geil, wenn man ihn ausstellt, weil da kann man richtig rasen. Runde 3 von 3. Fraps ist ja begrenzt auf 60 FPS. Mhm. Ich überschlag mich. Teilweise, wenn ich um die Kurve fahre. Oh, ich merke gerade, ich nehme. Nee, was nehme ich denn? Echt? Okay. Ich nehme mit mehr FPS auf als erlaubt. Okay. Muss dann geil, ich fahre. Fuck, einfach. Alter, ich hab mich jetzt total hier verdreht. Shit. Chris. Nein, der Akku! Spielst du wieder bei Leben am Limit, bitte? Ja. Da wusste ich. Nee. Ist nicht was am Auspuff. Du hast einen Klappen, ich will ihn reparieren. Ja. Was am Auspuff. Oh. Ja, Alter. Ich weiß auch was, eine Granate. Was war das denn? Wow. Alter. Bleib stehen. Onkel, ich wollte bei dir mitfahren. Ich hab's gemerkt. Aha. Komm, Chris, kannst du mal einen Unfall bauen? Wo sind es wird die dunkel. Gegners? Wo sind die Gegner? Oh Gott. Obwohl, ich bezweifle, dass da irgendwie die GEMA einschreitet. Ich glaube, der ist überhaupt froh, dass das Ding überhaupt mal wieder gespielt wird. Ey, ich bin im Ziel, wollte ich nur sagen. Was ist denn los mit dir, Chris? Das ist schlecht, ich bin ganz schlecht. Weil ich will es auch nicht, also ich komme hier gar nicht mehr. Alter, okay, ich guck mal dem... Nein! Was ist denn bei euch los? Ich komm hier nicht mehr klar, normalerweise... Du bist doch ganz knapp an mir vorbeigerast, der Typ. Also mal ganz ehrlich, normalerweise, also wer damals mit mir gezockt hat, ich bin normalerweise ein guter Rennfahrer, aber das hier ist ja echt Wahnsinn. Der guckt doch sich Staffel 1 an. Onkel, du darfst nicht vergessen, du hast jetzt mittlerweile Konkurrenz. Ja, Onkel. Okay. Ja. Und mich und... Die Glückspilze hier. Ja, die Glücksbärchis. Alter, wie fahrt ihr denn Onkel, auch? Was macht ihr denn? Ihr fahrt ja auch scheiße. Onkel, weißt du, wann du gut bist? 4,17 hab ich. Guck, in meinem Windschatten. Ich muss mir ganz kurz... Ich schwitze wieder, sorry. Level 13. Also, ja, Leute. Da musst du sagen, der kann man ja mal. Chris ist Gewinner, ja. Ja, wie sieht's aus? Wir haben ja schon wieder hier ziemlich zeitig, ne? Okay, ja, dann machen wir jetzt einen schnellen Stopp. Genau. Du Glück, hast dich gewettet. Genau, ja. Da packst du die Zeit. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge. Wie gesagt, vergesst nicht die Kommentare, was wir als nächstes machen sollen. Und ja, bis dahin, macht's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.